Moin, willkommen zurück zu Burnout Revenge. Im letzten Part hatten wir eine, ja, unnötige lange Grand Prix-Runde, weil ich unfairerweise einen Fehler gemacht habe oder unfallweise einen Fehler gemacht habe. Ja klar, natürlich. Machen wir hier weiter mit den Events. Da haben wir natürlich was Neues. Wir haben natürlich die Crash Tour und wir haben natürlich hier einen Crashbreaker. Und das werden wir mal kurz mal machen, indem wir mal... Das Auto nehme ich, mal gucken, welches Auto nehme ich für diesmal. Ah, ah. Ah, komm, die Viper habe ich ja letztes Mal hart freigeschaltet. Die Custom M-Type ST. Das ist der Dodge Viper eigentlich. Aber sieht auch nett aus. Ich habe ja schon bereits in den letzten Parts hier erklärt, dass die Autos hier in diesem Spiel wunderschön designt sind gegenüber dem dritten Teil. Weil die dort mehr auf unterschiedliche Wagenklassen basieren, basieren die hier nur auf Supersportwagen. Und das ist an sich gut. So. Doch, das wird ja richtig chaotisch kommen. So, raus, der erste ist raus. Takedown, einfach in der Luft. Oh Gott, warum bin ich hier? Ach man, ich wollte eigentlich nicht eine Abkürzung sein, aber diese Abkürzung hat mir ehrlich gesagt letztes Mal Albträume verbreitet, als ich da auf dem Boden. Also Boden, Tatsachen. Unter Gesetz drin. Wiii. Volliges Intro drücken. Boah, das war knapp. Oh, das war nicht knapp. Oh, der Crash. So. Vorsichtig nicht, dass ich jetzt schon wieder mal das mitnehme. Die Abkürzung nehme ich gerne mal mit. Ich bin erster, das ist ja cool. Dann gehe ich mal hier durch, im Schloss. Hui! Zurück hat Couture Games wenigstens schlauerweise Ersatzrouten ausgedacht. Boah, das wäre richtig fast knapp, ich bin zu langsam gewesen. Meilen für den Anfangsrennstufe ist es wirklich sehr schnell. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Autos hier deutlich schneller sind als die von Burnout 3. Das merkt man auch schon bereits. Traffic Check. Oh ja, danke Spiel. Das war jetzt ein unnötiger Spawnpunkt. Du bist schuld. Ja genau, du bist auch schuld. So. Erster. So, vorsichtig hier durch die... Oh, nicht durch, bitte. Boah, das war auf jeden Fall knapp. So, das war auf jeden Fall eine gute Partierunde. Und das Auto war gut. Gut, ich habe jetzt es freigeschaltet. 5 Sterne. Cool. Cool, cool, cool. Das ist ja cool. So. Ah, hier haben wir was Neues. Ach ja, Crashback hatte ich schon. Ah, Burning Lab, das haben wir nicht gehabt. Mit dem Prototype R175 ST, oder wie ich das besser sagen würde, ein Ferrari Enzo verstürzt, bis ein bisschen Porsche man kann. Das heißt, in Wirklichkeit ist das hier der, wie heißt der nochmal? Burnout Paradise ist dieses Auto sogar bekannt. Revenge V16, irgendwas hat so einen komischen Namen. Oh,
sofort ein Schweizer Nummernschild, ja natürlich. Ah, Watson. Watson Revenge V16 heißt das Auto. Aber das ist die Serienfassung, nicht die Superfassung, die ich in Paradise mal gefahren bin. Abzunehmen. Wow. Das war richtig krass. Die schnellere Fassung würde über 200 Meilen sogar schaffen. Awesome, gut. Blinker. Wow. So. Ach ja, das macht so einen Spaß. Hab! Tja, Entschuldigung, aber das muss ich mal machen. Ja, die Abkürzung könnte ich nehmen, möchte ich allerdings nicht. Weil es mir irgendwie zu nervig ist. Ah, hier kann ich es aber machen. Hui! Und nochmal! Boah, ist das schnell. Gut, es gibt noch schnellere Autos, aber es ist im Verhältnis zu dem, was wir schon in Burnout 3 gesehen haben. Deutlich schneller und effektiver. Durchdrücken, 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 durchdrücken. Boah, Vorsicht. So. Wo ist das Ziel? Okay, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, da muss man ein bisschen schneller sein. Aber naja, ich habe mir mein Bestes gegeben eben. Was soll's? Silber eben. Ist eben halt nur Zeit fahren. Keine neuen Events, aber das ist völlig egal. 12 Sterne, damit wir wieder hochsteigen können. Wir haben nicht mal die Einzel-Events von den früheren Stufen noch nicht mal zu Ende. Ja, das Spiel ist schon groß. Das ist auf jeden Fall größer als Burnout 3, kann ich jetzt schon mal sagen. Obwohl ich dort nicht mal 100% es geschafft habe, aber das ist völlig egal. So, da habe ich schon was geschafft. Das ist wieder mal Zerstörung. Okay, dann machen wir jetzt mal Crash Road to the Ruins. Okay, machen wir Europa. Wieder mal. So, ah. 2,5 Millionen, lass mal sehen. Aha, da steht die Kreuzung. Die Kreuzung muss ich also zerstören. Und da liegen drei Reisebusse. Ja, natürlich. Wir zerstören mal gerne Kulturen mit unseren Fahrzeugen. Na ja, komm, die nominierte SS ist bis heute eine der besten Autos. So. Wow. Komm, 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 komm. Zu den Bussen. Wenigstens Watson geschafft. Wenigstens. Ja. Naja, immerhin ein paar Autos geschildert. Ungefähr fast die Hälfte geschafft. Gut. Okay. Ja, geht. Der Schaden ist auf jeden Fall ordentlich. Neues Event, neues Auto für die Car. Ja, leider nur 3 Sterne. Aber egal. Oh man, diese Crash-Sequenzen machen hier deutlich schwer. Aber sie werden aber auch ihre Bock schwer sein. Die werden niemals so einfach bleiben. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die können auch wirklich einen nerven. Hier wollen das Saloon C175 mit. Ja.
Also so eine Art. Ich weiß nicht, an welches Auto das jetzt angelehnt sein sollte. Ich habe das jetzt, wie gesagt, nicht gesehen. Achso, ja, nee, wir machen das jetzt nicht zweimal hintereinander. Das haben wir schon genug gehabt. Gehen wir mal hier hin. Traffic Attack. Long Forwards. Okay. Was für ein Auto werden wir diesmal nehmen? Lass mal gucken. Hatten wir schon. Ja, den hatten wir schon mal gefahren. Das ist ein bisschen langsam. Den will ich nicht fahren. Den will ich auch nicht. Den hatten wir schon gerade. Den hatten wir schon letzten Part gefahren. Ja, lass mal den wieder mal fahren. Ja. Wir machen so unterschiedlichen Mix. Also so einen Mischmasch von Events. Das ist einfach nett anzusehen. 400.000 Schaden. Okay. Weiter des Amtes. Lotus Ferrari Verschnitt. Ja, leider habe ich kein Nitro. Boah. So, das war's. Wird alle in den Schrott bearbeitet werden. Die werden auch ein bisschen schwer nehmen, wenn man sagen will. Sie machen zwar Spaß, werden aber auch irgendwann mal wirklich bockig schwer sein. Ich habe jetzt schon Bronze bekommen, das ist aber sehr gut. Oh, oh. Ich bin den ganzen Weg gekämmt. Ah. Da. Oh, das ist jetzt gesüßt. Noch Panzer. Oh. Das war eine gute Entscheidung, dieses Auto zu nehmen. Es ist wirklich sehr schnell dafür geeignet. Taxi ist weg, Fahrzeuglimousinen, das Auto weg. So, Traffic Shoot. Doppelter Schaden, das ist ja schön, das ist ja wirklich schön, das hilft mir jetzt ein bisschen schneller, die Autos zu crushen. Boah. Wir haben Millionen Schaden gerade fast verursacht. Ah, ich sehe nichts. Das ist mir jetzt gerade wirklich auch gut. Wow, das ist ja knapp. Da werde ich jetzt geteabound. So, jetzt da vorne. Ah, Gold habe ich bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich sehe gar nichts. Schöne Drachaktion an die Fahrzeuge, die mich schon bei Burnout 3 ein bisschen genervt haben, dass sie im Weg standen. Und jetzt gibt es keine Fahrzeuge mehr, doch. Ah, ein bisschen frustlos, das ist auf jeden Fall wunderschön, wenn man hier diese ganzen Fahrzeuge mitnimmt. Ah, nimm das! Dies und das! Das! Traffic Shoot. Hatten wir schon mal gehabt, aber es wäre egal. Wow. Triple Crash. Ach, Triple Crash. Boah, jetzt habe ich richtig viel. Wow. Ah, jetzt habe ich Jump gemacht. Das ist nicht schön. Komm! Die ganzen Fahrzeuge lassen sich nicht von alleine zerstören. So. Boah, macht dieser Motor Spaß. Ach. Es ist auf jeden Fall richtig schön anzusehen, wie man die ganzen Fahrzeuge jetzt auseinander zerlegt, zum Kleinholz verarbeitet.
Ich bin drüber. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt gesehen habe. Boah. Nimm das. So, der fließt auch schon weg. Vierfach Cash. Alter, wie viel Geld ich jetzt bekomme. Das Lastwagen erstmal weg. Super. Über 500 Autos. Ja, irgendwann wird die Zeit aber ein bisschen knapp. Also wir können jetzt auch nicht mehr erreichen, was wir erreichen können. Trickshot, schon wieder. Oh, Entschuldigung. Ich muss ein bisschen raus. Fünffach Cash. Schon 2 Millionen geschafft. Boah, schau ja nicht auf mit diesem Modus, Alter. Der macht so einen Spaß. Ja, ja, das ist auch zu Ende. Aber egal. Boah. 2,2 Millionen Schaden, Alter. Nicht schlecht. Mach's mal nach. So, 4 Sterne bis zum nächsten Rang, den wir hochsteigen können. Boah. Manometer, war das ein viel spaßiger Modus. So. Prototyp R175 ST. Ah, das ist diese Enzo-Verstärkung, die wir schon bereits gefahren sind in dieser Zeitfahrangelegenheit. 70 Fahrzeuge zerstört. Oh, das ist ja schön. Lol, da habe ich wirklich eine Trophäe bekommen. Wow. Schön, dass ich so viele Fahrzeuge zerstört habe. So, was haben wir denn hier? Ah, nein, habe ich schon Zerstörungsmodus. Eliminator, gut, lass mal gucken. Dann machen wir mal ihn hier. Ich möchte gerne Ferrari, also den Enzo mit Porsche-Verschnitt und so. Ist schon. Ist auch ein bisschen Maserati auch noch sogar da drin, ne? Den MC12. So. So, natürlich müssen wir verändern, dass wir letzter sind, was so viel klar ist. Klar für Kloßbrühe. Und das machen wir, indem wir erstmal die ganzen Gegner zerstören. So wie die es schon bereits vormachen. Danke. Wow. Das ist ja gefährlich, weil wir jetzt im Gegenverkehr fahren. So, erstmal ein Schlag ins Gesicht. Das hast du ja ein bisschen gewollt. Wie der weggeflogen ist. Cool. Hier diese ganzen Balken nicht mitnehmen. So. Hat mir das Nitro weggedrückt. Oh ja, natürlich, der zerstört, oh, der ist auch hinter mir, das ist schön. Das wird
LKWs nicht mitnehmen, weil die zerstören mich. Und jetzt bin ich im Gegenverkehr. Das ist ja nicht schön. Das ist gar nicht schön. So, jetzt fehlt eine Podiumsplatzierung. Ah, der wollte nicht, dass ich ihn mitnehme. Schade. Dich nehme ich aber mit. Eine Stelle muss ich jetzt durchhalten. Und deswegen nehme ich auch jedes Auto mit, was ich auf jeden Fall sehen werde. Wow, Baustelle. So, die schiebe ich auch mit. Auch mit dem natürlich. Wow, Gegenverkehr. Ah, jetzt ist schon die Runde zu Ende. Oh, der war jetzt sehr weit hinten. Okay, wir haben auch den Eliminator hinbekommen. Das ist auf jeden Fall schön. Gold. Neues Event, neues Auto verfügbar. Das ist sehr schön. Jetzt sind wir furchtlos. Schön. Furchtlose Stufe. Wer hätte das gedacht? Yay, Vorschluss sind wir. Das ist ja nett, dass wir wieder mal in der Autobahn, in derselben Autobahn waren und auf einmal fast dieselben Fahrzeuge sehen. Aber hey, wir sind ja bei Burnout gewohnt, dass sie auf einmal dasselbe Fahrzeug zerstören und wieder reparieren. Na egal. Prototype M-Series ST. Oder wie ich das besser sagen würde, ein BMW 8er. In DMC Drawing. Ich weiß nicht, sie sollen BMW 8er darstellen. So, was haben wir denn hier für ein Event? Rennen, Zerstörung, achso. Ach ja, stimmt, wir haben noch die Burning Route. Also, wir haben die Limited R190DX. Oder wie ich das besser sagen möchte, es ist ein Gumpert. Ist das ein Gumpert? Oder was soll das darstellen? Ein schwarzer Gumpert gab es ja damals noch nicht. Soll ja auf jeden Fall britisch sein. Ach, das ist dieser, es gab halt so einen Sportwagen, den Großbritannien mal bauen möchte, den es aber nicht gibt. Der wurde nicht zugelassen. Ich habe den Namen vergessen. Das war auf jeden Fall nicht, das war so ein Nachfolger vom TVR. Genau, das soll ein Ascari darstellen. Jetzt habe ich es gewusst. Das soll ein Ascari darstellen. Klingt aber schön. Mal die Abkürzung und dann die Tüten. So, nochmal die Handbremse drücken. Oh, schön. Na egal. Weiter die Handbremse. Egal, wir wissen ja, Zeitfahren ist nicht unbedingt meine Sache. Und da ist der Busbahnhof, den ich gerade überhole. Jetzt bin ich im Gegenverkehr, den ich nicht sein wollte. Jetzt bin ich die Marktstelle, also die hier durch. Dann hier in der Garage. Oh, das war knapp. Ich hab's auf jeden Fall hinbekommen, sehr gut. Und der macht einen Unfall. Ich weiß nicht, was er mit dem Auto gerade anstellt. Das war auf jeden Fall sehr knapp. Ja, das war auf jeden Fall ein schönes Rundenrennen. So, was wir auf jeden Fall jetzt machen werden, ist auf jeden Fall Zerstörung. Lass mal wieder mal Zerstörung machen. So. Und die Zerstörung haben wir, glaube ich, hier übrig. Wo war das denn nochmal? Genau, hier. Hollywood's Pilz. Oh, Hollywood's Pilz, besser gesagt. Ja, ja.
Ja, das Spiel auf jeden Fall gefällt mir. Ich habe schon einige andere Projekte noch im Kopf, was ich auf jeden Fall nach dem letzten Jahr machen werde. Ach, übrigens, apropos Projekte, ich lasse mal jetzt mal weg mit den Projekten. Ich wollte mal kurz was erwähnen, wegen dem Fahrzeug, den wir im letzten Part mal gefahren sind. Diesen, am Ende, diesen Sportwagen. Es soll ein Lamborghini Cullera, also ein Konzeptauto vor dem Gallardo sein. Ja, ich denke mir auch gerade, wie die Scheinwerfer so komisch aussehen. Das soll auf jeden Fall ein Lamborghini darstellen. Nein. So. Was haben wir denn? Saloon, an wem? Ja, es soll ein BB3er darstellen. Okay, komm. Oh, das zählt nicht. Ah, das ist jetzt blöd. Ich muss das. Ach, das muss ich wirklich von dort aus machen. Na, das ist jetzt blöd. Okay, gut. Dann muss ich das von neu starten. Ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden. Der Verkehr vorne dort mitzunehmen war auf jeden Fall eine gute Idee, nur es reicht nicht komplett aus. Ach, der Wind ist wieder mal zu stark. So. Also ein paar Autos habe ich zum Glück genommen, das ist einfach kein Problem. So. Noch weitere Autos, machen wir mal mit. Das Ziel ist leider entwischt, schade. Habe ich da nicht hinbekommen, schade. Aber egal. Timed up. Habe ich was? Habe ich wenigstens Bronze? Och nö, schon wieder. Ey, was ist denn da los? Das reicht nicht mal komplett für Bronze. Was ist das für ein Quatsch? Also dieser Zerstörungsmodus ist auf jeden Fall sehr anfälliger. Hat auf jeden Fall einiges gut geklappt, nur leider reicht das nicht aus. Dieser blöde Wind, der geht mir wirklich auf die Nerven. Als ob da 40 Geschwindigkeitswind mich jetzt auf einmal aufhalten würde. Das hat ja voll Sinn gemacht. Ah, Neustart. Das ist wirklich schwerer, als ich mir gedacht habe. Vielleicht soll ich über den Baum springen. Ah, kann auch sein. Ja, vielleicht nehme ich das Auto einfach, vielleicht ist es besser. Ja, es hat auf jeden Fall einiges mitgenommen. Aber das Zielfahrzeug ist leider nicht zerstört worden. Ja. Nee, das ist schlechter. Das ist schlechter, schade. Das ist auf jeden Fall das bessere Auto gewesen. Hätte ich aber wenigstens was anderes mitnehmen können. Och Mann, die wünschten wirklich, dass ich die Rampe mitnehme. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, das ist jetzt nicht wirklich euer Ernst, oder? Die Rampe soll ich also wirklich mitnehmen. Okay.
Mann, macht schnell Unfall. Wieso braucht ihr so lange, bis ihr einen Unfall macht? Das Zielfahrzeug ist schon weg, schade. Na egal, wenigstens steht das Auto sehr gut geparkt. Och Mann. Wieso ich das jetzt bitte hinbekommen? Das ist jetzt wirklich sehr fraglich. Aber wenn ich jetzt nicht lange, dann lasse ich das jetzt weg. Ich habe schon bereits gesagt, ich werde jetzt verschiedene Events ausprobieren, aber wenn jetzt ein Event ein bisschen nervt, das ist auch bei Burnout 3, dann lasse ich das. Dann wird es mir auch für mich, ehrlich gesagt, keinen großen Spaß machen. Okay, nochmal. Das war auf jeden Fall ein guter Start, hat er gezeigt, dass ich auf jeden Fall nicht mit diesem Wind konfrontiert war. Vorher war dieser Start sehr gut. Dann nehmen wir mal ihn. Ah, dieser. Also dieser Windfähigkeit, ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, wie das jetzt funktionieren sollte mit dem Auto, aber egal. So. So, machen wir es mal hier, so. Zielfahrzeug, komm! Ja, Zielfahrzeug habe ich wenigstens gut gebaut, auf jeden Fall sehr gut. Das ist das Schwere, als ich mir gedacht habe. Ich krieg nicht mal Sterne, wie soll ich da bitte schön Schaden machen? Wer ist der schnellste von den allen? Ja, den will ich jetzt sicherlich gesagt dafür benutzen. Komm, muss man die Mystiker an der Schreiber nehmen. Boah, dieser blöde Wind. Ey, das ist auch wirklich unfassbar. Der Wind nervt. Der Wind ist einfach wirklich nervig. Ich werde noch einen letzten Versuch machen. Wenn das nicht geht, dann überspringen wir es und machen nächstes Mal was anderes. Oder? Ich habe eine Lösung. Das Zielfahrzeug ist zwar weg, aber es wäre ehrlich gesagt völlig egal. Ich habe eine Lösung, glaube ich. Wenigstens haben wir jetzt Bronze geschafft. Ach, immerhin. Zwar jetzt nicht der beste Wert, aber immerhin besser als nichts. Na egal, manche Zerstörungsevents sind ein bisschen kopfzerstörend. Mit dem blöden Wind, aber das ging. So. So, die nächsten Rennen machen wir im nächsten Part, Leute. Also dann, wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Also tschüss.